Hallo, mein Name ist Annegret Juncker und ich freue mich, Sie heute zu meinem Vortrag über Event-Driven Architectures bei der Allianz zu betreuen. Und ich denke, wir werden ein paar interessante Dinge miteinander erleben und können auch mal schauen, wie sich das bei der Allianz ausgewirkt hat. Zuerst mal ein paar Worte auch zu mir. Mein Name ist, wie gesagt, Annegret Juncker. Ich bin Lead-Architektin bei der Allianz Technology und habe in ganz verschiedenen Bereichen gearbeitet, als Product Ownerin, als Entwicklerin und jetzt natürlich auch als Architektin. Ich veröffentliche regelmäßig auf Konferenzen und auch in Magazinen hier mal so ein paar Ausschnitte und freue mich heute besonders mit Ihnen mal meine Erfahrung aus diesem Enterprise. Aus diesem Enterprise zu scheren. Zuerst mal, was ist denn überhaupt Event-Driven Architecture? Event-Driven Architecture beschreibt das Zusammenspiel letztendlich von Events, die in einem Service entstehen und wie dieser Event dann es ermöglicht, mit anderen Services auch zusammenzuarbeiten. Das heißt, ich habe eine Sammlung von Services, vorzüglich Microservices, und diese werden über Ereignisse gesteuert. Ereignisse sind hierbei Dinge, dass für ein Geschäftsobjekt irgendwas passiert ist. Also zum Beispiel, ein Geschäftsobjekt wurde erzeugt. Aber es kann natürlich auch sein, dass diese Events auch Commands sind. Das heißt, irgendwas soll passieren. Allerdings sind Commands eher dafür da, so eine 1-zu-1-Verbindung herzustellen. Und solche 1-zu-1-Verbindungen führen immer zu einer engeren Kopplung, als wenn ich ein Event erzeuge und derjenige, der daran interessiert ist, liest dieses. Deswegen sind Commands eher zu vermeiden, aber sie benutzen die gleiche Technik. Und deswegen hat es natürlich einen Charme, auch Commands über die gleiche Technik, über den gleichen Event-Broker zu senden, wie die eigentlichen Events. Schauen wir uns an, wie macht das so ein Event-Broker? Auf der rechten Seite sieht man dafür auch das Bild. Also ich habe den Event-Broker. Der Event-Broker wird initialisiert, nämlich mit einem sogenannten Topic. Der Topic beschreibt de facto den Typ des jeweiligen Events. Also zum Beispiel Kunde wurde kreiert. Also dann habe ich Customer created und dieses Event wird als Topic angelegt. Und dann kann der Producer schon Nachrichten an dieses Topic senden. Die Nachrichten selber werden auf dem Broker gespeichert, so dass also zu dem Zeitpunkt, wo die Nachricht gesendet wurde, der Consumer nicht up and running sein muss. Dass die da bleiben und dass sie dann auch später gelesen werden können, darum kümmert sich halt der Broker. Deswegen ist es nicht ganz so schwierig, da so Retry-Mechanismen einzubauen, weil eigentlich brauche ich die gar nicht. Ich brauche die nur an der Stelle, dass der Broker nicht da ist und dass der Event dann unter Umständen nicht gesendet werden würde. Und natürlich muss dann der Broker hochverfügbar sein. Und mit solchen hochverfügbaren Brokern, mit dieser einzelnen Infrastrukturkomponente, kriege ich dann wirklich sehr hochverfügbar, sehr flexible und sehr entkoppelte Architekturen. Der Consumer muss natürlich auch registriert sein beim Broker, dass er lesen darf und auch Lesegenehmigung auf bestimmte Topics hat. Und dann kann er aber sich die Message einzeln nachholen. Wenn der Consumer jetzt wieder mal weg ist und der Producer dann weiter Nachrichten schreibt, dann weiß ich aber durch den Offset, also wie so ein Lesezeichen auf dem Broker, wo der Consumer aufgehört hat zu lesen und der kann da an der Stelle wieder aufsetzen und dann weiterlesen. Und das gibt mir natürlich die Möglichkeiten, wirklich den Producer von dem Consumer vollständig zu entkoppeln. Und jetzt haben wir hier mal die Aufgabe, die wir hatten, zu implementieren. Wir sehen hier einen Business-Prozess. Und dieser Business-Prozess beschreibt eigentlich, was wir als Onboarding-Prozess bei der Allianz bezeichnen. Das ist also, wie bekomme ich einen Kunden? Also wie kann ich Versicherung verkaufen? Und dafür sind natürlich verschiedenste Schritte notwendig. Wir haben hier am Anfang, dass eine sogenannte Opportunity erzeugt wurde. Diese Opportunity bezeichnet halt die Möglichkeit,
etwas zu verkaufen, eine Verkaufschance. Dann muss mit dem Kunden ein erster Kontakt hergestellt werden. Und in diesem ersten Kontakt wird dann erfragt, ist dann die Telefonnummer richtig, habe ich die richtige Adresse etc. und so grob abgefragt, wo denn die Interessen des Kunden liegen. Und dann nach Möglichkeit ein Termin mit dem Kunden ausgemacht. Dieser Termin ist dann ein richtiger Beratungstermin. Also es kann sein, also für eine Hausrat würde ich das wahrscheinlich nicht machen, aber es kann ja sein, dass es sich um komplexere Produkte handelt, wie eine Lebensversicherung oder auch eine Krankenversicherung. Dann möchte man vielleicht dann doch ein bisschen mehr beraten werden. Das heißt, ich mache hier einen Termin mit dem Kunden aus. Den bereite ich dann auch vor, also dass ich schon alle Angaben habe, dass ich unter Umständen alle Produktdinge vorliegen habe etc. Das ist dann hier dieser sogenannte Preparation-Schritt. Dann hat man hier den eigentlichen Beratungsschritt oder auch Advisory, kann dann daraus bestimmte Produkte ableiten, die man dann hier in diesem Schritt tarifiert und zum Schluss fällt hoffentlich für die Allianz hinten ein Vertrag raus. Was wir hier sehen, ist ein in Camunda präparierter Prozess. Den kann ich Ihnen hier auch nochmal live zeigen. Also ich bin jetzt hier im Camunda Cockpit und kann mir jetzt hier alle Prozesse, die hier hinterlegt sind, auch anzeigen lassen. Und wir sehen auch schon noch im Bild, so, wir sehen jetzt hier, so wieder einsteigen. So, wir sehen jetzt hier den Kafka und ich mache jetzt mal hier dann auch das Camunda Kontrollzentrum auf. Im Camunda Kontrollzentrum sieht man hier und das Cockpit. Und wir können uns jetzt hier die Prozesse angucken. Wir haben jetzt Stand jetzt noch keine laufenden Prozesse, weil das ganz frisch aufgesetzt ist. Und dann haben wir hier nämlich genau diesen Prozess, den ich Ihnen gerade auch noch in der Präsentation gezeigt habe, mit dieser Erzeugung der Opportunity und den einzelnen Prozessschritten mit einzelnen. Und das sind genau die Dinge hier mit den einzelnen Milestones. Und diese Milestones treiben den Prozess voran. Das heißt, da wird gecheckt, sind denn alle Ereignisse eingetreten? Und wenn sie eingetreten sind, dann wird in den nächsten Prozessschritt gewechselt. Also da gibt es keine menschliche Weitertreibung des Prozesses, dass irgendjemand sagt, jetzt geht es aber in den nächsten Schritt, sondern es passiert automatisch. Wie das automatisch passiert, das zeige ich Ihnen gleich nochmal in der Theorie. Und dann auch in der Praxis. Also wir haben hier die verschiedenen Schritte und Sie sehen jetzt hier, dass wir in diesen verschiedenen Schritten relativ unterschiedliche Domänen haben, nämlich das Appointment Management, das Task Management, um den Kunden mit dem Kunden einen Termin zu vereinbaren und gleichzeitig auch eine Aufgabe für den Agenten anzulegen, für den Vertreter anzulegen, dass er das Gespräch vorbereitet. Dann haben wir hier diese Vorbereitungsphase. Da ist der Customer 360-Grad-View, nennen wir das. Das heißt, ich habe einen Rundumblick auf den Kunden, kann genau gucken, wo liegen denn seine Interessen, kann genau gucken, was muss ich noch erfragen, wo habe ich unter Umständen nicht alle Angaben vollständig. Und dazu kann ich mir dann auch noch einen Task machen und den Task, den ich hier erzeugt habe, um das Gespräch vorzubereiten, dann auch auf dann setzen beziehungsweise auf den Prokurs. Dann kommt der eigentliche Termin mit dem sogenannten Custom Advisory. Das ist also diese Beratungssoftware, die wir da bei der Allianz verwenden. Und haben dann hier hinten eine Quote-and-Buy-Journey. Diese Quote-and-Buy-Journey ist die Tarifierungssoftware oder auch TAA-Strecken. Wer schon mal für Versicherung gearbeitet hat, wird diesen Begriff wahrscheinlich kennen. TAA-Strecken für Tarifierung, Angebot und Antrag. Und die berechnen dann für ein bestimmtes Versicherungsprodukt dann den jeweiligen Tarif. Da ist dann natürlich auch das Dokumentenmanagement dabei, weil für den Kunden die Versicherungsdokumente dann auch in Papierform, Abhängigkeit vom Produkt auch ausgewiesen werden muss. Der Kunde muss die auch unterschreiben. Und das passiert dann über diesen sogenannten Signaturservice.
Und dann haben wir hier noch das Policy Management, was letztendlich dann auch den Vertrag erzeugt. So, und das sieht dann relativ merkwürdig aus, wenn man sich das jetzt klassisch denkt. Klassisch würde ich jetzt so vorgehen, dass ich sage, für alle diese Business-Objekte, die da drin sind, also ein Appointment für ein Appointment-Management, eine Beratung für eine Beratungssoftware, ein Termin für die Terminierung und vielleicht dann noch ein Task für das Taskmanagement. Und überall müsste ich jetzt klassisch eigentlich einen Fremdschlüssel eintragen, um auf den jeweiligen Prozess zu referenzieren. Das führt aber letztendlich dadurch, dass ich jetzt alle diese ganz unterschiedlichen, ich gehe nochmal zurück, diese ganz unterschiedlichen Domänen letztendlich ganz eng miteinander koppelt, indem ich über diesen Fremdschlüssel in der Datenbank denke, über diesen Fremdschlüssel innerhalb der Datenbank. Wir wollten es tatsächlich zuerst so machen, das haben wir dann aber nicht gemacht, weil keiner seine Datenbank für uns ändern wollte. Und wir hätten ewig gewartet, diese Abhängigkeit in der Entwicklung zu lösen. Das heißt, wir brauchten da eine andere Lösung. Also das heißt, wir hätten jetzt nicht mehr ein eng gekoppeltes System technisch gehabt, wir hätten auch ein eng gekoppeltes System in der Entwicklung gehabt. Und dass man das theoretisch nicht will, ist auch klar, aber wir konnten es noch nicht mehr in der Praxis umsetzen, auch wenn wir tatsächlich gewollt hätten, weil wir ewig gewartet hätten, ja, bis alle das eingesetzt hätten. Deswegen mussten wir uns hier was anderes ausdenken. Und das sehen Sie auch hier. Also wir haben hier unten diese einzelnen Domänen, nämlich das Taskmanagement, das Kundenmanagement, die jeweilige unterschiedliche Events erzeugen. Also hier diese, ja, ich sag mal gerade Events, die ich vorher schon angesprochen hatte. Also ein Task wurde erzeugt bzw. aktualisiert, ein Kunde wurde erzeugt oder aktualisiert, eine Beratung wurde erzeugt oder aktualisiert, ein Tarif oder ein Angebot wurde erzeugt und oder aktualisiert. Ähnliches fürs Dokumente, für die Unterschrift und dann für den eigentlichen Antrag und den Vertrag. Das sehen wir alles hier. Diese werden hier alle unten in den einzelnen Domänen erzeugt und auf den Kafka gelegt. Der Kafka kann diese, und dann kann die von dem eigentlichen Business-Prozess, nämlich von dem Opportunity-Management, von dem Verkaufschancen-Prozess gelesen werden, nämlich dass ein Task etc. erzeugt bzw. geändert wurde und vor allem dann auch hier hinten im Policy-Management. So, und jetzt muss ich aber natürlich wissen, wenn ich ursprünglich einen Kunde habe, der bei der Agentur gekommen ist oder mich angerufen hat und ich habe den beraten, welcher Vertrag denn da wirklich rausgefallen ist. Das heißt, ich muss eigentlich alle diese Events irgendwie zu diesem Prozess mappen. Ich hatte vorher gesagt, es ist schwierig, die Prozess-ID immer in die einzelnen Datenbanken zu schreiben, wenn man dann so eine Entwicklungsabhängigkeit hat, die man eigentlich nicht mag, sondern man hat dann hier immer diese Prozess-Engine, die Camunda heißt, und man hat einen Mapper. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich habe einen Kunden und der Kunde hat ein ganz bestimmtes Anliegen. Dann weiß ich ja, welchen Prozess ich das zuordnen muss, weil ich habe ja den Prozess mit diesem Anlegen und mit diesem Kunden erzeugt. Ich habe für diesen Kunden und diesen für diesen Kunden und für dieses Anliegen ein Task erzeugt. Dann kann ich natürlich auch die Task zu diesem Prozess machen. Und genau das machen wir. Also wir haben dann hier so eine Mapper-Komponente und diese Mapper-Komponente ist quasi das Stück Software, was ein Business Mapping von den eigentlichen Events in dem Business Prozess macht. Also kein Mapping über datenbanktechnische Mechanismen wie eine Fremdschlüssel, sondern wirklich über Business Prozess Dinge. So, und jetzt können wir uns auch ein Stück weit angucken, wie das Ganze aussieht. Ich hatte jetzt ja schon den Prozess gezeigt, den sehen wir hier. Ja, und dann können wir auch hier nochmal gucken, wie sieht denn das im Kafka aus. Also wir haben jetzt hier diese einzelnen Events. Ich ziehe das mal ein bisschen auf, damit man es ein bisschen besser lesen kann. Dann haben wir hier diese einzelnen Events, also Beratung kreiert, Beratung aktualisiert. Dann haben wir hier faktisch der eigentlichen Vertrag erzeugt, den eigentlichen Vertrag aktualisiert und zum eigentlichen Policy Management geschickt, deswegen steht hier Contract
Process Transaction Created. Also ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber ich denke, ist klar, was gemeint ist. Und wir haben natürlich hier dann auch den Task created und den Task updated. Und hier haben wir auch genau diese Besonderheit, die ich vorher schon angesprochen habe, nämlich diese Command, die die gleiche Infrastruktur, nämlich diesen Kafka, verwendet, um einen Task zu erzeugen. Dieser Task wird vom Business Opportunity Prozess erzeugt und wird dann konsumiert durch das Task Management, und dann wird im Task Management auch ein Task erzeugt. Also das ist diese Command, der auch diese Event-Mechanismen benutzt, aber selber eigentlich im strengen Sinne kein Task ist. So, und jetzt können wir mal versuchen, dass wir einen Business Opportunity Prozess erzeugen. Dann erzeuge ich mal hier einen Business Opportunity Prozess. Den wir gemeinsam dann Bob Conference Event nennen. Ich sende diesen Event. Und was passiert jetzt? Also ich habe hier im Hintergrund zwei Services zu laufen, nämlich den Service Sales Process Management, und ich habe hier ein Mock-Service, um diesen Sales-Prozess auch durch äußere Ereignisse ein bisschen weiter treiben zu können. Das macht hier mein Mock-Service. Aber gehen wir mal hier in den Business-Prozess rein. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Business-Opportunity Create hingeschickt. Und was er jetzt macht, er wertet das aus und sagt, okay, wenn ich eine Opportunity neu kreiere, dann muss ich auch einen Task erzeugen. Und das ist nämlich genau hier passiert, dass praktisch das Create-Task auf den Kafka gelegt wurde und dann wieder auch als Schedule-Task zurückgekommen ist. Wir können uns das auch gerne dann nochmal auf den Kafka angucken. Und man sieht hier dieses Schedule-Task created. Wir gucken uns das mal auf den Kafka an. Dann haben wir hier den Create-Task-Event. Gucken uns die Nachrichten mal an. Ich setze mal hier den Offset auf 0. Dann sehen wir alle Nachrichten, die hier schon mal reingekommen sind, gucken uns aber hier nur den aktuellen an. Und innerhalb dieses aktuellen sieht man hier, man hat hier praktisch so eine tabellarische Auflistung eigentlich des JSON, das dahinter steht. Ich lade mal das JSON hier ein bisschen runter, damit wir das einen Tick besser lesen können. Öffne es. Das hat sich jetzt auf dem anderen Bildschirm geöffnet. Ich hole das mal rein. Und dann sehen wir hier das JSON von dem Task Created, von dem Task Create Event. Und dann sehen wir hier auch, dass wir also hier Create Schedule Task. Das ist praktisch dieser Topping, den wir haben. Und wir sehen jetzt hier, dass wir hier den Kunden kontaktieren sollen, und wir haben hier die entsprechende OEID. Die habe ich ja neu benannt, damit wir das dann auch später dann nochmal nachverfolgen können. Ich mache das mal kleiner. Und wir können es uns jetzt auch dann im Prozess angucken. Ich gehe mal wieder in dieses Camunda Cockpit und aktualisiere das Camunda Cockpit. Und dann sehen wir hier, dass hier irgendwas mit diesem Task passiert ist. Und dieser Task selber wurde hier also erzeugt. Und dann ist er hier weitergewandt, um den Kunden zu kontaktieren. Ich kann jetzt hier auch reinklicken. Und wir sehen, das war jetzt hier der Event mit meiner Bob-Conference-Event. Und das ist genau der, den wir hatten, die Task. So, und jetzt will ich das mal weitertreiben. Ich hatte gesagt, ich gehe mal wieder zurück in meine Präsentation. Dann sehen wir hier natürlich die ganzen einzelnen Events. Und wenn ich das jetzt weitertreiben will, dann brauche ich einen neuen Task. Aber bevor wir das machen, können wir uns das Ganze auch nochmal in der Implementierung angucken.
Dazu mache ich mal hier meine Entwicklungsumgebung auf und sehen jetzt hier praktisch diesen Opportunity Management Prozess. Und dann haben wir hier diesen Mapper, den ich schon beschrieben habe. In diesem Mapper sehen wir auch, dass die einzelnen Teile hier sehr flexibel hereinkommen können und dass ich brauche immer eine sogenannte Master Entity. Diese Master Entity heißt, das ist der Bezug, der den eigentlichen Event erzeugt hat. Und die bekomme ich sowohl mit einer ID, also einfache GUI, aber auch mit einem Typ. Also ich kann dann sagen, okay, das war ein Kunde, ich kann sagen, das war eine Beratung, ich kann sagen, das war ein Vertrag, etc. Und dadurch kann ich die ganzen Dinge dann auf die einzelnen Prozesse mappen und vergleiche die dann mit diesen Prozessen. Das geht hier. Und ich habe auch gesagt, dass wir Kamunda als Prozessengine verwenden. Und mit dieser Prozessengine haben wir das ist nicht wie ein großes Business Process Instance, also das steht nicht irgendwo zentral rum, sondern das ist noch relativ kleines Jar. Also Sie sehen schon, das ist ja alles Jar, aber dafür bitte ich um Entschuldigung. Macht aber nichts, weil so, es funktioniert für uns. Und man sieht, man kann hier über die Dependencies relativ einfach in diesem Leben dann sagen, okay, ich brauche hier nur diese Dinge als Dependency einzuführen und habe dann schon eine relativ gute Übersicht, was passiert denn eigentlich bei mir und kriegt mit diesem ganz, ganz kleinen Jar, also ein paar hundert Megabyte, also das ist wirklich wenig, kriege ich dann schon diese Konsole, die ich Ihnen gezeigt habe, wo der Prozessbeobachter ist und ich kann eben noch weitere Dinge machen. So, und jetzt haben wir hier, ich hatte ja gesagt, wir haben hier diese Tasks und jetzt kann ich hier auch dann nochmal gucken, wenn ich das weiterstelle, also ich habe den Task Created Event und dann sage ich, ja, gib mir mal bitte diese letzten Tasks, der kreiert wurde. Den habe ich dann hier und den kann ich jetzt benutzen, um diesen Task dann auszuschließen. Also um welchen Task dreht es sich? Ich gehe nochmal zurück in unser Cockpit. Also ich möchte jetzt diesen Task gerne auf fertig setzen, um zu gucken, was hier dann an diesem Milestone auch passiert. So, das heißt, ich nehme jetzt diese ID von meinem letzten Task. Und pack dich hier in mein zu sendendes JSON. Und wir hatten hier als Namen für die Entity ID Bob Conference Event. So, und wir sehen jetzt hier die ID mit dem Bob Conference Event wurde auf Dann gesetzt. Und was wir jetzt erwarten, ist jetzt, dass sich am was wir jetzt erwarten, ist, dass ich jetzt in meinem Result, Entschuldigung, ich muss jetzt mal hier mein Kamunda-Cockpit wieder aufmachen. Ich gehe also in den Prozess, sehe hier den Prozess und jetzt sehe ich hier, dass mein Task weitergewandert ist, hier zu dieser Running Instance. Der ist also hier von dem First Contact in die Preparation gewandert. Und wenn wir uns das hier angucken, dann sehen wir auch, hier ist wieder dieser Task mit der 0800. Die ID, die man jetzt hier sieht, ist natürlich eine andere als die ID, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Ganz einfach, weil diese ID sich hier auf diese Prozessinstanz bezieht, währenddessen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, wirklich die ID aus dem Task Management ist. Und das zeigt ja auch, dass diese Systeme sind wirklich voneinander unabhängig. Die kennen sich gegenseitig nicht, aber die haben natürlich gewisse Dinge. Und wir können jetzt hier, können wir uns auch nochmal reingucken in unseren Task. Und da sehen wir hier diese Assigned Organization mit der 50110. Hier haben wir vorhin auch gesehen. Und wir sehen sozusagen, wann wurde das gemacht. Und wir haben jetzt hier diesen sogenannten Milestone-Log.
den wir uns hier angucken können, wann wurde was passiert. Und dieser Milestone sagt jetzt, okay, ich habe jetzt diesen Task ist dann aufgefangen, gecaptured und kann dadurch dann mein ganzes System über diesen Milestone dann eine Seite weiterschieben und dann habe ich hier genau den einen Prozess, den ich jetzt hier auch sehe. So, und was ich Ihnen noch gerne zeigen wollte, ist natürlich, dass wir haben hier praktisch auch eine Kafka-Config. Und diese ganzen Container-Properties, Kafka-Config, wir sehen, hier genau, da wollte ich hin. Wir haben jetzt eine Integration-Config und diese Config ist insofern relativ interessant, weil sie mit relativ wenig Aufwand es uns ermöglicht, die ganz unterschiedlichen Environments, die ganz unterschiedlichen Verhältnisse auch in den unterschiedlichen Ländern, die die Allianz betreuen muss, weil wir machen ja dieses Hilfssoftware auch global, also für alle Länder, in denen die Allianz auch vertreten ist. Da müssen wir uns irgendwie mal anpassen. Und durch diese Kafka-Konflikte sind wir extrem schnell, diese Unterschiede auch auszuteilen und über diese eine äußere Konfiguration dann auch so zu steuern, dass wir da überall dann auch arbeitsfähig sind. Und wir haben dann hier oben dann noch unseren Opportunity Mapper, hatte ich Ihnen schon gezeigt und ich wollte Ihnen aber noch zeigen, wo sind denn unsere Prozess-Engine-Konfiguration, auch die sieht relativ leichtgewichtig aus. Die eigentlichen Prozessdefinitionen sind hier als Ressourcen hinterlegt, nämlich hier in diesen YAMLs, wie die Camunda-Konfiguration aussieht. Das ist dann nämlich genau hier. Und das ist jetzt alles falsch, das muss ich alles rausziehen. So, aber was wir uns ziehen. So, aber was wir uns hier nochmal angucken, ist, dass wir hier eine Konfiguration der eingehenden Events haben, nämlich hier zum Beispiel das Advisory Created oder auch, was wir ja genau gesehen haben, den Scheduled Hard Created. Und auch diese Konfigurationen sind relativ einfach und übersichtlich auf dem Kafka und können relativ schnell auch verbunden werden. Also der Aufwand, den ich habe, so eine Kafka-Konfiguration zu machen, wo vielleicht der eine oder andere auch davor Angst hat, das ist also so komplex. Die Lernkurve ist relativ flach, muss ich auch aus unserer Erfahrung sagen. Und auch das Camunda, dadurch, dass das so ein kleines dezentrales Teil ist, ist die Lernkurve relativ flach und ich bin damit schnell und kann sehr, sehr schnell Dinge tun. Und jetzt gehe ich wieder in meine Präsentation rein. Die Events und Kafka haben wir uns angeguckt und das lokale Sample hatte ich Ihnen gezeigt. Das heißt, ich habe dieses kleine Opportunity Management Service. Ich habe die Prozess Engine da drin mit dem eigentlichen Mapper, den ich Ihnen zeigen konnte. Ich habe hier innerhalb eines Docker-Containers den Kafka zu laufen. Ich kann Ihnen den Docker-Container auch mal zeigen. Den haben wir dann hier. Also hier läuft der Kafka in einem Docker-Container und ich bin immer in dieses Control Center gegangen, um Ihnen auch das dann im Einzelnen zeigen zu können. Und ich habe diesen Mob-Service. Den Mob-Service brauche ich, um dieses Sales Task Management, was ich Ihnen vorher schon gezeigt habe, dann auch über den Postman dann auch ansteuern zu können und zu mobben. Das macht dieser Mob-Service. So, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass ein stark steuernder Prozess zu einer starken Kopplung führt und stark koppelnde Prozesse führen deswegen
zu einer starken Kopplung, weil letztendlich der Prozess in allen Domänen, über die der Prozess überstreicht, kann sein muss. Und dadurch ist eigentlich wandert A, besteht die Gefahr, dass immer Business-Logik in den Prozess wandert, obwohl die eigentlich in die Domäne gehört und nicht in den Prozess. Und eine verteilte Umgebung, Entwicklung und eine Steuerung der Entwicklung ist eigentlich nicht mehr möglich, weil ich immer, wenn ich den Prozess entwickeln, immer auf die einzelnen Domänen warten muss. Oder vice versa, ich muss sogar, wenn ich jetzt in der Domäne was machen will, immer den Prozess wieder anpassen muss und dann auf die wieder warte. Also funktioniert nicht. Deswegen will man das anders machen, deswegen sagt man, okay, ich. Ich mache das jetzt anders, ich versuche das zu entkoppeln und wenn ich es entkopple, dann kann ich das über Events sehr, sehr gut machen, sehr, sehr elegant machen, mit einer sehr, sehr guten verteilten Entwicklung. Das heißt, ich kann den Prozess entwickeln, ich kann, kann dann die einzelnen Domänen entwickeln. Voraussetzung, dass ich da wirklich so unabhängig bin, ist natürlich, dass ich die Events vorher definiere. Also wie beim API-First-Ansatz natürlich üblich, auch wenn ich jetzt keine klassischen REST-APIs definiere, sondern Events, mache ich es genauso. Ich definiere die Events als API und dann können beide Seiten, also die eigentliche Domäne, von der der Event stammt, als auch der Prozess, der den Event konsumiert, können beide unabhängig voneinander und sehr schön beiderseits entwickelt werden. Ja, das war es eigentlich schon alles von meiner Seite. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, ich konnte Ihnen etwas Interessantes erzählen. Vielen Dank.